Im Aischgrund gibt es rund 1200 Teichwirte, die ihre Fische auf unterschiedlichen Wegen verkaufen. Manchmal werden die Fische direkt nach dem Abfischen noch am Teich verkauft. An einem der größten Karpfenteiche in Dexendorf herrscht am Abfischtag reges Handelstreiben. Viele Teichwirte verkaufen ihre Fische an die Gastronomie oder bieten sie in ihrer eigenen Gaststätte an. Der Karpfen steht in rund 200 Fischküchen in der Region auf der Speisekarte. Ein zweiter Weg ist die Direktvermarktung. Dabei wird der Fisch direkt an Endkunden verkauft. Einige Teichwirte betreiben dafür sogar einen eigenen Fischladen. Und der dritte Weg ist der Verkauf an Großhändler, die dann an kleinere Händler oder die Großgastronomie weiterverkaufen. Aktuell haben wir auf den LKW 1000 Kilo Fisch auf zwei Behälter verteilt. Die Fische stammen aus Höchstadt an der Aisch und diese werden 3 Tage im Becken gewässert, dass sie einen sauberen, klaren Geschmack haben. Und dann werden sie geschlachtet und filetiert. Unsere Kunden verstreuen sich über den Großraum Erlangen, Fürth und Nürnberg. Diese sind Gaststätten, Kantinen oder wie die Deutsche See, die dann die Siemens-Kantinen beliefert. Die Deutsche See beliefert zum größten Teil mit unseren Karpfen Siemens Erlangen und Siemens Nürnberg. Wir kaufen unsere Fische im Umkreis von 60 bis 70 Kilometern regional im Aischgrund auf. Regional heißt kurze Transportwege, schonend für den Fisch. Die naturnahe Bewirtschaftung der Karpfenteiche und die kurzen Verkaufswege machen den Karpfen zu einem guten Beispiel für einen nachhaltigen regionalen Wirtschaftskreislauf. Viele Karpfen legen vom Teich bis zum Speiseteller nur wenige Kilometer zurück. Von den jährlich rund 2000 Tonnen an produzierten Karpfen werden 750 Tonnen direkt in den hiesigen Gaststätten der Region verspeist. Das sind 1,2 Millionen Karpfenportionen. Und der Aischgründer Karpfen ist mittlerweile sogar eine EU-weit geschützte geografische Herkunftsangabe. Teichwirte verkaufen ihre Karpfen an Gaststätten, den Handel oder direkt an Endkunden. Der Aischgründer Karpfen liegt vom Teich bis zum Teller nur wenige Kilometer zurück. Im Aischgrund werden jährlich rund 1,2 Millionen Karpfenportionen verkauft.